Kann ich diesen Kanal innerhalb von 10 Monaten von 2,5 auf 10.000 Abonnenten wachsen lassen? Das werden wir wohl erst in der Zukunft sehen. Aber welche Strategien und Ideen ich habe, um das umzusetzen, gucken wir uns jetzt an. Let's go. Hey, was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Ich habe vor einer Weile auf Threads, das ist sowas wie Twitter, bloß von Instagram und wahrscheinlich bald wieder vergessen, gepostet, dass ich im Dezember vorhabe, 10.000 Abonnenten hier mit dem Kanal zu erreichen. Und das ist wahrscheinlich relativ viel vorgenommen, wenn man bedenkt, dass ich fast 3,5 Jahre gebraucht habe, um 2.500 Abonnenten zu erreichen. Ich liebe YouTube. Klar, man kann über Google als Unternehmen sicher starke Meinungen haben, aber YouTube als Plattform an sich ist, glaube ich, die unterhaltsamste und informativste Plattform, die ich kenne. Noch nie war es einfacher, von Profis zu lernen, wie man mixt, kocht oder wie man als Bauarbeiter über den Graben springt. Für mich gibt es jedenfalls nichts Besseres, als Mixing-Leuten zuzugucken, wie sie lange über das eine Plugin reden und da noch den einen Trick und den anderen zeigen. Ich erwische mich selbst oft in der Dusche, dass ich mit dem Handy noch dastehe und mir irgendein Video angucke, was wahrscheinlich jetzt nicht für mein Aufmerksamkeits- und Achtsamkeitstrainingslevel spricht. Und eins vorweg, da ich als Engineer und Producer mich so aufgestellt habe, dass ich tatsächlich damit Geld verdiene und das mein Job ist und ich auch relativ erfolgreich damit bin, ist nicht mein Hauptzweck hier auf YouTube, euch Mixing-Kurse, Vocal-Chains oder irgendwelche T-Shirts zu verkaufen. Und dadurch sind mir auch gesponserte Videos und Werbeeinnahmen nicht so super wichtig. 2.500 Abonnenten innerhalb von 3 Jahren. Könnt euch vorstellen, da kommen auch nicht viel Werbeeinnahmen und wenn man guckt, ich habe ungefähr 270 Videos auf dem Kanal, davon sind 100 von der Beat Challenge. Die Beat Challenge fand YouTube jetzt nicht so spektakulär oder ihr, von daher könnte man die wegrechnen, dann haben wir 3,5 Jahre, 170 Videos und 2.500 Abonnenten. Wenn ich mir das also richtig durchrechne, bis Ende des Jahres noch 7.500 Abonnenten, wirkt relativ unwahrscheinlich. Aber man braucht ja Ziele. Am Anfang des Jahres habe ich mir überlegt, was mache ich hier eigentlich auf YouTube? Bis jetzt habe ich ab und zu motivationsgesteuert ein Video gemacht. Mal gab es ein paar mehr, mal ein paar weniger. Aber so ein klares Konzept hat bis jetzt gefehlt. Und irgendwie verliere ich immer den Drive, wenn ich nicht so ein richtiges Ziel habe. Da wir in einer sehr, sehr kleinen Nische sind und der deutschsprachige Markt in dieser Nische noch kleiner, sind 10.000 Abonnenten wahrscheinlich so viel wie 1 Million im Fitnessbereich oder so. Was für mich ein riesen Anreiz ist, das als Erfolg zu feiern. Und außerdem denke ich, ist es auch spannender, wenn ihr mehr Videos bekommt, die so ein bisschen einen roten Faden haben. Oft konntet ihr mir beim Denken zugucken, wenn ich mir Plugins angeguckt habe. Also ich will jetzt nicht versprechen, dass das nie wieder so sein wird. Aber so ein Plan und gewisse Klarheit können nicht schaden. Deswegen Ziel setzen, 10.000. Let's go. Ich habe viel darüber nachgedacht, was kann ich ändern und wie könnte man das tatsächlich erreichen. Ich denke, auf der einen Seite sind es inhaltliche Überlegungen und auf der anderen Seite Strategien. Inhaltlich gab es bis jetzt hier auf dem Kanal Videos über Plugins, Musikproduktion, ein paar Beginner-Videos zu Logic und Luna, ein bisschen Beratung über Kopfhörer. Aber mich interessieren auch Sachen wie Mindset, Musikbusiness, wie Leute in dieser Industrie arbeiten und wie sie ihren Weg gegangen sind. Und deswegen denke ich, diesen Teil will ich hier irgendwie mit reinbringen. Und auch will ich mehr mit euch in Verbindung kommen. Ich habe zwar diesen Newsletter, den der ein oder andere nutzt, um mir auch mal zurückzuschreiben oder einfach sich bedankt für irgendein kostenloses Plugin, was ich hier auf dem Kanal nicht vorgestellt habe. Aber ich hätte gern noch mehr Austausch und das unter diesen Kommentaren funktioniert so ein bisschen, aber ja, oft, ihr wisst es selber, haben wir mal einen Kommentar oder auch keins unter einem Video. Deswegen habe ich gedacht, live ist vielleicht eine gute Sache, um so FAQ-Geschichten zu machen, also wo ihr Fragen stellen könnt. Und weil der ein oder andere auch immer mal wieder fragt, ob ich Mixing-Feedback geben kann, könnten wir das auch in so einem YouTube-Live machen. Da werde ich mal gucken, wie ich das technisch umsetze. Da müsste ich mich erstmal mit beschäftigen. Aber das ist etwas, was auf jeden Fall so zur Mitte, Ende des Jahres mehr stattfinden wird. Strategisch werde ich versuchen, aus den langen Videos öfter auch Shorts rauszubekommen, die ich dann auf TikTok und YouTube poste, um mehr Leute zu erreichen. Ich werde das Geld, was ich über gesponserte Videos und hier ein bisschen Werbung einnehme, einfach direkt wieder an YouTube weitergeben und die Videos ein bisschen pushen. Regelmäßige Uploads gehören natürlich dazu. Die Thumbnails
muss ich mal gucken, ob wir die auch noch auf ein besseres Level bekommen. Außerdem filme ich seit einer Weile mit dem iPhone. Davor hatte ich eine Kamera. Das war mir ein bisschen zu kompliziert. Aber vielleicht springe ich da wieder hin, weil doch die Qualität so ein bisschen Unterschied hat. Aber ich weiß gar nicht, ob das so doll auffällt. Außerdem will ich mich mehr mit Creatoren verbinden, die hier auch in diesem Bereich unterwegs sind. Und da gucken, ob man nicht coole Kollabo-Videos zusammen machen kann. Klingt nach echt viel Arbeit und einem knappen Zeitplan. Aber ich habe wirklich Bock, das mit euch zu schaffen. Ich meine das nicht so, oh, wir sind eine Community und wir müssen wachsen, bla bla. Aber ich glaube, wenn dieser Kanal größer ist, können wir halt auch coolere Leute hier nochmal herholen, außer mich. Und die können dann vielleicht hier auch coole Ideen und Inhalte noch reinbringen. Ich habe natürlich die Arbeit hier im Studio und die kann ich nicht vernachlässigen, weil ich jetzt YouTube machen will. Aber vielleicht finde ich demnächst endlich einen Assistenten, der mir so die Dinge abnehmen kann, die ich gerne auch abgeben würde. Und dann habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit und Energie, die ich hier reinstecken kann. Ich glaube nicht an den Algorithmus. Ich glaube nicht daran, dass wenn du das bestimmte Hashtag findest, du dann irgendwie groß wirst. Ich glaube auch nicht wirklich, dass Keywords so eine große Rolle spielen. Zumal, wenn du Google Keywords suchst für das, was wir hier machen, auf Deutsch, sagt dir Google, dass es keine Daten gibt, weil es einfach zu nischig ist. Und ich mag auch kein komisches Spam-Verhalten, wo ich Leuten irgendwelche direkten Nachrichten schicke und sage, hier, guck das oder dies, das oder so komische Kommentare unter YouTube-Videos, wo man dann irgendwie sein eigenes YouTube-Video verlinkt oder so. Das, ja, wer mich hier schon eine Weile verfolgt, weiß hoffentlich, dass das wohl was ist, was nicht unbedingt hier stattfinden wird. Vielleicht hast du noch Ideen, wie das Ganze hier wachsen kann, welche Inhalte ich noch bringen kann, dann lass es mich wissen unten in den Kommentaren. Lass ein Abo da, einen Like, empfiehl diesen Kanal hier weiter, weil bis jetzt heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann.